Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir haben den Chimischke fertig gemacht. Bäh, und seine ekelhaften Kreationen. Der hat hier einfach mal arme Menschen dazu benutzt, um seine Fleischkreationen zu erschaffen. Ich find's ein bisschen eklig. Ein bisschen ist gut, das ist so... Das ist absolut pervers. Absolut. Aber ich kann hier nicht rein. Ja, ich habe jetzt Zugang zur Kanalisation und dort kann ich die Nosferatu finden. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon vorhatte. Ja, ich pack mal mein Jäckchen und dann gehe ich mal runter. Mal gucken, was die Jungs sagen, wenn sie mich sehen. Und Mädels natürlich. Nam, was? Ich wollte mal eine Ratte schnappen. Oh nee, die Viecher sind ja auch hier unten. Ja. So nicht. Freundchen, so nicht. Was war das? Ich habe irgendwas... Klemmbrett. Sieht aus wie das Klemmbrett eines Angestellten bei den Los Angeles Wasser- und Versorgungswerken LADWP, Frühjahr 2004. Montag. Heute erste Nachforschung anlässlich von Berichten über merkwürdige Sichtungen in der Kanalisation von von LA begonnen. Quadrant 13 betreten, später heute Nachmittag sind 14 und 15 vorgesehen. In Quadrant 13 ist alles ruhig. Dienstag, Quadrant 13 vollständig untersucht. An verschiedenen Stellen in den beiden Quadranten 14 und 15 unidentifizierte Geräusche vernommen. Zentrale um Bestätigung gebeten, dass keine anderen Inspektoren in diesem Abschnitt arbeiten. Bestätigt. Koordinaten notiert. Morgen Untersuchung von Quadrat 16. Und so weiter. Oh Leute, ich will das nicht alles lesen. Gott, hilf mir! Habe Kreatur gesehen. Irgendwas. Monströses. Zähne und Blut. Kann nicht mehr raus. Kein Licht mehr. Niemand hört mich. Oh Gott, bitte, was ist? Schrift bricht ab. So. Ja, moin. Ja, mein Gott. Also ich hätte in... Na gut, ich brauche Computer 4. Warte mal. Also ich hätte in so einer Situation weitaus Besseres zu tun, als ein Tagebuch zu schreiben. Cowboys und Cyberspace passen nicht zusammen. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Erhöht ihre Computerkenntnisse. Ja, sehr schön. Guck mal, jetzt habe ich Hacken 7. Krass, und ich muss es nicht mehr skillen. Oh Leute, ich finde diese Franchise so geil. Diese Knarre, die ist einfach nur Welt. Weltklasse. Hm. Hier ist doch ein Hebel, oder? Wie geht das? Ah, geht sogar. Hallo. Mäuschen. Nam. Ja, wäre ich jetzt ein Nossi, dann könnte ich hier wunderbar 2 Blutpunkte bekommen durch eine Ratte. Aber man nimmt, was man kriegen kann. Nämlich als unsichtbarer Vampir einfach mal Ratten in der Luft. Guck mal. Das war nur die Kamera. Nam, nam, nam. Köstliche Ratten. Ich meine, Blut ist Blut, ne? Sei mal nicht so verwöhnt hier. Frage ist, kann ich da überhaupt überall rein? Da komme ich her, ne? So. Gucken wir mal da. Ach, das ist einfach nur die Kanalisation? Nein, das ist die... Das ist die super Special-Kanalisation. Da komme ich da jetzt... Ne, da ist sogar dicht. Das ist die super dichte Special-Kanalisation unter Hollywood. Ach, diese Musik. Das ist unheimlich. Ah, ich habe was gehört. Oh Mann, hätte ich wenigstens eine Fackel oder sowas dabei. Aber es gibt's ja nicht hier. Ich habe was Besseres. Ich habe Auspacks. Ah, da komme ich auch nicht raus. Auspacks ist super. Sehe ich wenigstens was. Hey, Ratti. Komm, ich zeig dir, wo deine Familie jetzt ist. In meinem Bauch. Nom. Köstlich.
Diese Ratten, köstlich. Batman geht's auch nicht raus. Oh, vielleicht. Nee. Ah, okay, ich komme auf jeden Fall schon mal eins weiter hoch. Ich bin ja der Meinung, Stufe 1 von Auspacks reicht voll und ganz. Man kann es nur auf 2... auf die Stufe 2... Oh Mann, das war jetzt irgendwie sinnlos. Aber dann sieht man, glaube ich, nur Gegner durch die Wände und das finde ich total überflüssig. Rattis. Ich habe alle Ratten gefressen, das ist schade. Wie gesagt, bei diesen Viechern einfach nur geduckt bleiben, dann können die nichts machen, das ist so lustig. Die springen einen ja immer wieder an, aber pff, wenn ich geduckt bin, dann bin ich halt zu klein. Er ist halt zu klein. Er versteht es nicht. Kannst du mal ruhig... Ah! Rattchen! Wartet doch mal auf mich. Kann ich die auch hier im... Warte mal. Ich kann ja gar nicht trinken von denen hier. Das ist scheiße. Ja, komm. Weißt du, warte, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Nom. Also ich brauche eindeutig mehr Munition für die Franchi, die ist so super. Ist hier noch ein Hebel? Nö. Warum habe ich jetzt hier auf der einen Seite keinen Hebel, bitte? Ich habe ja nur den geilen Scheiß dabei. Die geilen Waffen und alles, ne? Aspects. Wahrscheinlich geht's hier nur einmal rum. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass die hier einfach nur so... so ein kleines U machen, die Dinger. Das sind ja eigentlich nur Ablaufschächte. Und wenn die nirgendwo hinführen, sondern einfach nur... an die Seite... Oh Gott, ich will nicht. Igittigittigitt. Ist ja wieder Lich. Mal planschen geht. Das treibt mich so ein bisschen weg. Ratilis. Bleib da. Ah, ich habe deine Mama gefressen. Jetzt kommst du dran. Guck mal, die unsichtbare Ratte wieder. So, geht das? Tatsache. Huh. Oh, guck mal da. Armbrustbolzen. Glockmagazine. Sogar 308er für meine... Und für die Spest, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja krass. Das ist richtig krass, warte mal. Warte mal, werde ich hier auch mal eine Fernkampfwaffe? Ja, mach mal eine Fernkampfwaffe. Die Remington. Armbrust Franchi und... Sehr gut. Aha, Skandal im Rathaus. Spukkanal zugemauert, Leiche nie gefunden. Was haben wir da? Hauptbuch. Was ist es denn? Hauptbuch sieht wie ein gewöhnliches oder das wöchentliche Protokoll der Los Angeles Wasser- und Versorgungswerke aus. Bla bla bla. Ich überflieg's mal kurz. Kürzliche Berichte über Geisterspuk. Kanalabschnitte 453 bis 500. Mhm. Natürlich sind das die Nossis, oder? Ja klar sind das die Nossis. Die sorgen hier für Spuk und die Leute glauben dran und keiner kommt mehr runter. Das ist sehr clever eigentlich. Wer glaubt denn an Spuk? Dann will ich eher an kranke Mörder denken, die mir da unten auflauern. Komm, ich weiß, dass du noch da bist, Vieh.
Ja, ja. Jetzt auch noch weiter. Haha. Da ist er geplatzt, ne? So muss das. Wie gesagt, immer schön ducken, dann können die mir gar nichts, die Viecher. Es ist so gut. Wir sind da unten noch hin. Also wenn ich da rausgehe, dann komme ich ja zu den... Nee. Komme ich nicht zu den Nossis. Wenn ich da oben rausgehe, dann komme ich vielleicht zum Ausgang der Kanalisation, aber nicht zu denen. Ja, und das ist fertig. Hm. 3 Skillpunkte, das ist ja gar nichts. Eigentlich auch ein bisschen schade, dass man keine Skillpunkte für erledigte Gegner bekommt. Hallo. Ich kann wieder einen hören. Wahrscheinlich geht es jetzt auch wieder nur nach oben. Warte mal. Vielleicht ist was hinter dem Gitter. Ach, guck mal, wenn ich springe, geht es noch schneller. Das ist ja schön. Aber nur bergauf. Das ist nicht so schön. Hm. Ich gehe mal oben in die mittlere Röhre. Ich meine, da hat ja was geleuchtet. Vorne sind noch Rattis. Komm her! Kommt, meine Rattis. Ich will noch sehen, wo es da oben hingeht jetzt. Komm! Bleib da. Ich glaube nämlich, da kommen wir wieder an die Oberfläche. Da komme ich auch nicht zu denen. So. Machen wir es mal so. Oh, war noch eine Ratti. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Wahrscheinlich ist das dann auch mein Zugang zu den Nossis, oder? Way. Ach hier, die Kanalisation. Ganz einfach. Ganz einfach so. Hallo? Warum kann ich es nicht öffnen? Verschallosch. Verstehe ich jetzt auch nicht. Also, es ist ja ein Schloss, das ich knacken kann. Nehme ich einfach mal an. So, Ratti, komm mal her. Ich hätte schon alle Ratten aufgefressen hab hier unten. Das ist so schön. Der Rattenschlechter. Was? Ja, Spukskandal. Naja, gehen wir erstmal hier in den Tunnel gucken. Ich weiß halt gar nichts mehr so ziemlich hiervon. Deswegen muss ich jetzt alles erstmal ausprobieren. Schneller macht mich das nicht. Obwohl, wenn ich jetzt Geschwindigkeit... Ja, Geschwindigkeit ist ja immer so eine Sache. Wir werden ja nicht schneller dadurch. Die Umgebung wird langsamer. Das ist der Unterschied. Also ich laufe jetzt nicht schneller da, oder? Laufe ich schneller mit Verlangsamung? Oh, ich höre sie wieder. Kleinen Pennergesichter da unten. Ja, das war's. Kann ich auch gleich laden. Macht mehr Sinn. Wo seid ihr denn? Ich weiß, dass ihr da seid, ihr kleinen Sträuche. Oh ja. Oh Mann. Ja, auf die Entfernung. Ah, stehen jetzt. Die Armbrust ist irgendwie kacke auf die Entfernung, kann das sein? Komm mal. Ja, super Teil.
bin ja generell so ein Freund von der Armbrust, aber hier ist die nicht so... Ne? Bleib jetzt mal stehen. Verdammt nochmal. Du bist vielleicht eine Sau. So, und du? Ja, keine Ahnung, irgendwie. Ich weiß wirklich nicht, wie ich jetzt da reinkommen soll in dieses Bassin. Bassin. Erstmal alles töten, ne? Warte mal, habe ich mich auch... Ich habe mich wahrscheinlich nicht richtig umgesehen. Erstmal gucken, bevor ich mich jetzt aufrege und ganz zurücklatsche. Also ich sehe hier keinen Hebel. Ihr? Da vielleicht irgendwo? Guck mal. Ha. Ist hier noch irgendwas? Wenn ich hier reingehe, dann komme ich wieder nach oben raus, oder? Also da, wo das Gitter vor war, da geht's nicht raus. Ach nee, guck mal, ist doch ein anderer Tunnel. Na dann. Dann schaffe ich es jetzt vielleicht doch ins Bassin. Die Nossis, die haben sich hier unten echt gemütlich gemacht. Die findet man gar nicht so schnell. Zu Recht, ne? Hätte ich auch so gemacht, wenn ich so ein bisschen als der Abschaum gesehen werden würde. Boah, du Mistvieh. Wie soll man die erwischen mit der Armbrust? So, ich hoffe, das war es jetzt bald. Weil langsam macht meine Frenchie schlapp. Ich hab, ja gut, ich habe noch die Hälfte an Muni hier, aber das muss ja nicht, ne? Muss man jetzt nicht alles verballern hier. Wow, das Wasser ist hier super. Der Wassereffekt, ne? Okay, was steht da? Emergency Release Valve. Okay, ist ein Emergency. Yay, und ich werde abgesaugt. Woi, Vanix Talk wird abgesaugt. Keine Frage. Oha. Auspacks. Guck mal, wie das aussieht, wenn ich schwimme. Kann ich auch in der First Person schwimmen? Nee, geht leider nicht, ja? Oh Gott. Ja. Du scheiß Vieh. Ey, ich will hier raus. Oh Gott, Leute. Ja, wunderschön. Ding. Ja, dann machen wir Hollywood Höhlenbau. Wäre ich denn jetzt rauskommen sollen? Mit Geschwindigkeit gleich, oder was? Na komm. Machen wir das mal mit Geschwindigkeit jetzt. Dass ich ja auch nicht in die First Person gehen kann. Oh doch, jetzt. Hey! Ey! Wow. Ja, geil. Ich bin schon wieder tot. Irgendwie habe ich den Eindruck, das muss auch anders gehen. Das kann nicht so laufen. Da oben? Guck mal, ich kann auf dem Wasser laufen. Ich bin Vampire Jesus.
denn hier los, sag mal? Speichern wir hier nochmal. Das ist ganz komisch. Sag mal, die Wasserphysik. Wer macht denn sowas? Ey, ey, ey. Genau. Jetzt will ich mal sehen, wie ihr hier rauskommt, ne? Scheiß Viecher. Vielleicht gar nicht. Oh, hier ist dicht. Super. Kann man auch machen. Wow, der ist ernsthaft da rausgekommen. Wie seid ihr da? Oder sind das noch mehr? Na gut. Die können wohl ziemlich gut gegen den Strom schwimmen, ha? Huh? Kackteile. Aha. Wir sind noch nicht bei den Nossis. Ich schieße die einfach aus Prinzip tot, die Viecher. Man weiß ja nicht, ne? Vielleicht kommen die mir irgendwie noch hinterher. Ne, ich dachte es mir schon. Ich muss da irgendwie... Irgendwie da oben? Warte mal. Da war doch was mit den Fässern, ne? Aha. Blockiert. Ja, das Ding kaputt gemacht. Geht das auch hier? Kann ich da auch ein Fass reinwerfen? Ey, das wäre voll gut. Einfach mal die Abwasserversorgung hier komplett lahmgelegt. Die Stadt geht bald in ihrer eigenen Kacke unter. Ach guck mal, das ist eine Leiter, hä? Ja. Ist jetzt eine Leiter. Ist ja wunderschön. Hey. Ich dachte, ihr trefft mich nicht, wenn ich mich ducke. So nicht. Ich hab gesagt, so nicht. Also langsam wird es mir ein bisschen anstrengend hier mit den Viechern. Die sind ja überall. Oh, ich habe keine Schuss mehr. Meine schöne Franchi. Ich wollte gerade sagen, der schießt mich nicht. Oh Gott. Mann, Mann, Mann. Wie viele sind denn noch hier? Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Alles voll mit Mistviechern. Ich habe so ein bisschen Schiss hier, die Röhren reinzukrabbeln, aber andererseits will ich herausfinden, ob hier noch was ist. Hier sind bestimmt noch ein paar versteckte Sachen. Na? Aha.
Keine Spasuten mehr. Oh Mann, Leute, ich habe so ein bisschen Bammel hier unten. Die Nossis wissen auch nicht, was sie machen sollen. Immer schön Auspacks an, ne? Ich habe was gehört. Da hat was gehechelt. Schweinebacken. Muss ich jetzt schwimmen? Oh, ich will nicht schwimmen. Okay, es war mehr springen oder fallen als... Ne? Ich glaube, ein Vampir eignet sich nicht so gut zum Schwimmen. Warte mal, ich kann auch die hier. Jetzt geht das auf einmal. Warum geht das jetzt wieder? Also, ich sag ja, das Amulett, das war die ganze Zeit irgendwie ein bisschen verbuggt. Oh, wie gut, dass es hier nicht unheimlich ist. Aber ich meine, ich bin ein Vampir. Ich bin wahrscheinlich anderes gewohnt. Diese Dreckviecher. Überall rennen sie ja bestimmt jetzt noch rum, ne? Überall. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich alle getötet jetzt. Hab. So, erstmal speichern. Immer speichern, das ist das Allerwichtigste in diesem Spiel. Ich glaube, hier ist nichts. Wow, ich mache den Fisch. Den Planscher. Ich kenne Pokémon nicht, aber ich weiß, dass Planscher eine sehr sinnvolle Attacke ist. Wenn halt nicht trifft mit der Armbrust. Ja. Auf die Entfernung. Jawoll. Hey, ich hätte es nicht gedacht, aber es... Oh Gott, nein. Aber es hat mal geklappt, wollte ich sagen. Ja, gut, dass ich die Viecher schon gekillt habe. Die wären jetzt nämlich mit runtergekommen, ne? Oh, Kacke. Ja, Strom ist auch für Vampire tödlich. Nur weil ich übernatürlich bin, heißt das nicht, dass mich sowas nicht killt. Na, das geht nicht. Au. Da vielleicht was drehen irgendwo? Nö. Nö. Ach, guck mal da. Einfach mal draufhauen am besten, genau. Aha. Kann ich das knacken? Geht das? Wahrscheinlich nicht. Hey, hat funktioniert. So einfach ist es. Das war jetzt wahrscheinlich auch nicht nötig, dass ich das hier gemacht habe. Also jetzt mit dem Schlossknacken nicht mehr. Da, achso, das sind doch Stühle. Ich dachte eben, da liegt noch einer. Hallo? Nee. Kann den Kasten nicht aufschießen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das geht. Sag mal, ihr Nossis, ihr seid echt paranoid. Aber wie gesagt, vielleicht auch besser so, ne? So. Erst einmal speichern. Alter Schweden, du. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass das so groß ist, die ganze Anlage hier unter Hollywood. Also nicht mehr. Ich wusste das nicht mehr. Ja, wunderbar. Sackgasse. Muss es ja hier rausgehen, hä? Oder halt auch nicht. Ja, traumhaft. Ich muss wahrscheinlich
Ich muss wahrscheinlich das Wasser wieder einstellen. Naja, gut Leute, das machen wir aber nächstes Mal. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit Vampire The Masquerade Bloodlines. Bis dann.